Die tollen Kirschen begrüßen Sie zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema Das Studium der Weiber ist schwer. Denn wie schon der Dichter Alexander Pope aus dem frühen 18. Jahrhundert feststellte, ein Frauenzimmer geht mit den Männern um wie ein geschickter Schachspieler mit den Steinen. Was es zu überprüfen gilt. So verhält man sich als gute Frau, ein Ratgeber aus den 50er Jahren. Erstens, wenn er nach Hause kommt, sollte das Essen schon fertig auf dem Tisch stehen. Plane es am besten schon am Abend zuvor. Das zeigt ihm, dass du an ihn gedacht hast und seine Bedürfnisse ernst nimmst. Wenn er nach Hause kommt, ist er hungrig und will mit einem guten Essen, am besten seinem Lieblingsessen, grüßt werden. Ruhe dich 15 Minuten aus, damit du frisch bist, wenn er nach Hause kommt. Trage etwas Make-up auf und binde dein Haar hoch, damit du hübsch aussiehst. Er hat den ganzen Tag nur Menschen in Arbeitskleidung gesehen. Viertens, sei interessant für ihn. Bring Schwung in das Ende eines langweiligen Arbeitstages. Das ist deine Aufgabe. Fünftens, räum auf und mach eine Runde durchs Haus, bevor er heimkommt. Beseitige jede Unordnung und wisch noch einmal schnell Staub. Sechstens, bereite die Kinder auf seine Ankunft vor. Nimm dir ein paar Minuten, um ihnen die Hände und das Gesicht zu waschen. Bürste ihr Haar und wechsle ihre Kleidung, wenn nötig. Siebtens, sorge dafür, dass es ruhig ist, wenn er nach Hause kommt. Es sollte weder die Waschmaschine noch die Schleuder oder der Staubsauger zu hören sein. Vermittle den Kindern, dass sie still sein sollen. Achtens, freue dich, ihn zu sehen. Begrüße ihn mit einem warmen Lächeln. Und zeig ihm, dass es dir wichtig ist, dass er glücklich ist. Neuntens, du hast bestimmt eine Menge zu erzählen. Aber der Moment, in dem er nach Hause kommt, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Lass ihn zuerst sprechen und denke daran, dass seine Themen wichtiger sind als deine. Zehntens, beschwere dich niemals, wenn er spät nach Hause kommt oder die ganze Nacht wegbleibt. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was er vermutlich den ganzen Tag durchstehen musste. Elftens, mach es ihm gemütlich. Lass ihn sich in einen Stuhl zurücklehnen oder sich hinlegen. Bereite ihm einen Drink vor. Zwölftens, richte ihm sein Kissen und biete ihm an, ihm die Schuhe auszuziehen. Dreizehntens, sprich mit ruhiger, angenehmer Stimme. Vierzehntens, frag ihn nicht aus. Vergiss nicht, dass er der Hausherr ist und du kein Recht hast, ihn zu hinterfragen. Fünfzehntens, eine gute Frau kennt immer ihren Platz. Tja. Sag mal, was meinst du? Sieht das heute anders aus? Tja, wollen wir mal schauen in den Ratgeber der Partnersuche von heute? Was wünschen sich Männer von einer Frau, die Top 10? Er selbst sein dürfen. In der Anfangsphase gelingt es uns hervorragend, die Fehler des anderen in Zweifel einfach zu übersehen. Im Laufe der Beziehung werden die Unzulänglichkeiten unseres Partners sichtbarer und wir möchten ihm helfen, sich zu verbessern. Auf Dauer ist das aber Gift für eine Beziehung. Männer gefallen Frauen, die sie nicht grundlegend verändern wollen. Unkompliziertheit. Männer lieben es, wenn Frauen wissen, was sie möchten. Wenn sie also wissen, wo sie essen möchten, sprechen sie es aus. Wenn ihnen etwas nicht passt, sagen sie auch das klar und deutlich. Ein »Hm, ich weiß nicht, entscheide du« mögen Männer überhaupt nicht. Interesse für seine Hobbys. Männer mögen es dennoch gern, wenn sie seine Interessen ernst nehmen. Wenn er Ihnen also etwas davon erzählt, fragen Sie nach und versuchen Sie mehr darüber zu erfahren. Stichwort Abseitsregeln. Freiraum, nicht Strafraum, Freiraum. Die meisten Männer benötigen eine gehörige Portion Freiraum im Leben wie in der Beziehung. Gönnen Sie ihm deshalb seine Stunden im Hobbyraum oder mit Freunden in der Kneipe. Lassen Sie ihm die nötige Unabhängigkeit und genießen Sie die Ehre. Einen guten Draht zu seinen Freunden. Seine Freunde sind einem Mann heilig.
Daher mögen Männer Frauen, die sich gut mit ihrem Freundeskreis verstehen. Gehen Sie also gerade zu Beginn der Beziehung offen auf sie zu und versuchen Sie, sie besser kennenzulernen. Dann sind gemeinsame Treffen für alle viel angenehmer. Held sein dürfen. Naja. Schon im Kindergarten lieben Jungen Ritter, Piraten und Abenteurer über alles. Ob das nun Ursache oder Wirkung ist, die meisten Männer sehnen sich danach, ein Held zu sein, zu kämpfen, zu siegen und die Prinzessin für sich zu gewinnen. Auch in ihren Partnerschaften wollen sie sich stark, wertgeschätzt und gebraucht fühlen. Sagen Sie ihm, dass Sie sich in seiner Gegenwart sicher und geborgen fühlen. Er wird Sie auf Händen tragen. Respekt. Nehmen Sie ihn ernst. Ganz besonders, wenn andere dabei sind. Ziehen Sie ihn nicht mit seinen vermeintlich unmännlichen Marotten auf und breiten Sie keine intimen Details vor seinen Freunden aus. Ganz egal, wie gern Sie sich Bärchen oder Hase nennen. Lieblingskosenamen und Anweisungen zu arbeiten im Haushalt haben immer Zeit, bis Sie allein sind. Wirklich. Freundschaft. Es ist wichtig, dass Ihre Beziehung auf einem starken Fundament der Freundschaft basiert, die Sie durch schwierige Zeiten tragen kann. Seien Sie ihm also jemand, mit dem er lachen, Filme schauen, Schränke aufbauen und Pferde stehlen kann. Diese Dinge sind es, die Sie am Ende unersetzbar machen. Etwas zurückbekommen. Machen Sie deutlich, dass Ihnen etwas an ihm liegt. Auch Männer wollen umworben werden. Rufen Sie hin und wieder als Erste an. Das gibt ihm die erforderliche Sicherheit, um sich weiter um Sie zu bemühen. Zukunftspotenzial. Viele Männer suchen nach mehr als nur einer schnellen Affäre. Sie möchten eine zukünftige Ehefrau oder zumindest eine langfristige Partnerin finden. Der Haken? Für jeden Mann kann das etwas anderes bedeuten. Für manche zählt vor allem der Charakter, manche haben andere Kriterien auf der Liste. Kinderwunsch, Kochkünste oder ihre Einstellung zu Geld. Wichtig ist deshalb, seien Sie von Anfang an möglichst ehrlich damit, was Sie ausmacht und wie Sie sich Ihre Zukunft bzw. eine Partnerschaft vorstellen. Tja, das haben wir alles alleine, ne? Oscar Wilde hat schließlich schon ganz anderes gewusst. Der hat gesagt, wer eine gute, verständige und schöne Frau sucht, der sucht nicht eine, sondern drei. Ja, ja. Aber ich werde Schönheitskönigin. Dafür bist du viel zu dünn. Auch stimmt nicht dein Busenmaß. Oh, quatsch nicht dämlich, dummes Aas. Hui, mal nicht so ordinär. Ficke. Nutte. Leg mal löhr. Grüß mal schön dein Fräulein Mami. Ui, das sag ich meinem Ami. Schluss, du olle Tüte, dein heiseres Gekrächz passt nicht zur Elite des weiblichen Geschlechts. Wir sind süß, aber doof. Wir sind doof, aber süß. Hübsche Haut, hübsche Füß, das ist alles. Sanfter Blick, frischer Sinn, bringt uns Glück und Gewinn. Nur im Kopf ist nichts drin, das ist alles. Wir sind nicht Etete, wir sind nicht Petete. Wenn wir mal Petete, würden wir schreien bis nach Luzern. Wir sind süß, aber süß. Wir sind doof, aber süß. Doch die Herren, ganz intern, haben das gern. Das ist unser Gruß an Heidi Klum und ihre Mädchen. Genau. Allerdings, Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu intrigieren. Ach nee. Das sagte schon Charles Bukowski. Naja, ob schön oder hässlich. Im Jahr 1926, da gab es noch kein Gerede um Frauenquoten. Claire Waldorf, die war damals viel radikaler, als es um Politik ging. Immerhin haben wir dieses Jahr ja auch Wahljahr. Oh ja. Oh ja. Na dann. Es geht durch die ganze Historie ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, schönen Gruß von Covid-19, überall will das Weib auf den Thron. Vom Hawaiianer bis zur Berliner Range brauchst einen Ruf wie Donnerhall daher. Was die Männer können, können wir schon lange. Und vielleicht eine ganze Ecke mehr.
Raus mit den Männern aus dem Reichstag! Und raus mit den Männern aus dem Landtag! Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus! Wir machen draus ein Frauenhaus! Ja, raus mit den Männern aus dem Bau! Und rein in die Dinger mit der Frau! Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe und in der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir bekommen Schwielen. Liebe Schwestern, es ist eine Schmach. Ja, sie trauen sich gar, die Politik zu spielen. Aber na, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinger mit der Frau. Ha! Ja, da können wir doch das Schlusswort an einen übergeben, der es eigentlich wissen müsste. Ja. Sigmund Freud. Oh. Aber immerhin auch der musste gestehen. Auch nach meinem 30-jährigen Studium habe ich immer noch nicht herausgefunden, was Frauen überhaupt wollen.